Hallo Weinfreunde, herzlich willkommen aus der Naumburger Wein- und Sektmanufaktur. Im heutigen Video geht es um die zweite große Gebietsweinprämierung im Jahr 2018. Viel Spaß dabei! So, wie eingangs erwähnt, geht es heute um die zweite große Gebietsweinprämierung hier bei uns in Saale Unstrut. Und das Ganze wird so ein kleiner Erfahrungsbericht. War für mich auch das erste Mal, dass ich bei sowas dabei gewesen bin. Und ich habe so ein bisschen die Kamera laufen lassen und möchte euch jetzt einfach so ein bisschen davon erzählen, wie war das Ganze, was waren so die Eindrücke und was waren dann letzten Endes dann auch meine bzw. unsere Highlights davon. Fangen wir direkt an. Das Ganze ging los an einem Donnerstag, dem 14.06. im Ratskeller auf dem Markt in Naumburg. Bei der Anmeldung bekommt jeder Teilnehmer eine große Liste. Da stehen alle Weingüter drauf und alle Weine, die die Weingüter auch angestellt haben, zur Blindverkostung der Jury. Weiterhin kann man dazu ersehen Alkoholgehalt, Zuckergehalt und Säuregehalt vom jeweiligen Wein, dass man sich vielleicht im Vorfeld schon so ein bisschen Gedanken machen kann, hey, den möchte ich vielleicht probieren unter denen. Aber das dann erst später. Denn als allererstes gab es erstmal eine Eröffnungsrede. Da hat erstmal der Weinverband gesprochen, dann hat die Weinkönigin gesprochen, der Oberbürgermeister hat gesprochen, bevor es dann an die Ehrung ging aller Winzer, die Weine angestellt haben. Der eine hat ein paar mehr, der andere hat ein paar weniger. Ja, wir selber haben zwei angestellt, unseren Regent, trockener Rotwein, und unsere Trockenbeerenauslese, die dann am Ende auch groß abgeräumt haben. Und abgeräumt ist ein gutes Stichwort, denn alle, die prämiert worden sind mit einer Bronzemedaille, einer Silbermedaille oder einer Goldmedaille, wurden dann einzeln, also jeweils ein Vertreter des Weinguts, nach vorn gebeten, wurde eine Urkunde überreicht, die Gebietsweinkönigin hat gratuliert, sowie der Weinbauverband, der ganze Saal hat applaudiert. Ja, und diese Urkunde kann man sich jetzt zum Beispiel dann verkaufsfördernd auch mit hinhängen. Ne? Dann waren wir dran. Wir wussten ja im Vorfeld schon, dass wir zweimal Gold prämiert worden sind. Sprich, unser Regent wurde mit Gold ausgezeichnet, sowie die Trockenbeerenauslese als Dessertwein wurde auch mit Gold ausgezeichnet. Also, wir wurden aufgerufen. Der Jens, unser Kellermeister, ging nach vorn und hat die Urkunde mit Applaus in Empfang genommen. Ja, dann dachte ich, okay, jetzt kommen noch die Ehrenpreise, wo ich selber vorher nicht wusste, wer welchen Ehrenpreis bekommen hat oder bekommen wird. Und habe mich schon mal so ein bisschen auf der Liste drauf vorbereitet, um zu gucken, Mensch, der Wein, der Wein, der Wein. Aber plötzlich hieß es, Ehrenpreis, Naumburger Wein- und Sektmanufaktur. Wow, warum, wieso, weshalb? Und zwar, wir haben den Ehrenpreis bekommen für den am besten bewertetsten Wein, den es in Saale Unstrut bis jetzt je gegeben hat. Unsere Trockenbeerenauslese hat nämlich bei allen Prüfern in der Blindverkostung so überzeugt, dass jeder Prüfer in jeder zu prüfenden Kategorie volle 5 Punkte gegeben hat. Punktvergabe ist mal von 0 bis 5 und ja, muss man sich mal vorstellen, jeder Prüfer in dem ganzen Komitee hat in jeder Kategorie volle 5 Punkte gegeben. Heißt, ja auch im Umkehrschluss, besser kann ein Wein nicht sein. In dem Fall unsere Trockenbeerenauslese und uns war im Vorfeld schon bewusst, dass das echt, die ist echt gut geworden, hat auch unser Kellermeister schon gesagt, da ist echt alles perfekt gelaufen. Dass es aber so gut ankommt, das hätte man nicht gedacht und demzufolge ist die Freude natürlich umso größer gewesen. Also, wir wurden angekündigt, den Originalton gibt es jetzt im Video, den habe ich nämlich tatsächlich mitgefilmt. Aber nun zur Auszeichnung des höchstprämiertesten Weines. Es ist ein ganz besonderer Moment, denn 5 Punkte, so hat es Juliana vorhin schon erklärt, ist die Maximalpunktzahl, die vergeben werden kann. Und auch wenn viele oder einige Weine es schaffen, nah an die 5 heranzureichen, so ist eine Einstimmigkeit mit der Vollpunktzahl doch ein sehr, sehr außergewöhnlicher Moment. Und genau das hat dieser Wein geschafft in unserer
Faktor hervor, denn sie haben es geschafft, ganze 5 von 5 Punkten in der Bewertung zu bekommen. Und das von allen Autoren, die ihre 2017er Weichschützer Nüssenberg Ortega Trockenbeeren aus Lese Edeltief. Dafür kann ich nur mehr als gratulieren. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, so standen wir dann da, ich mit der Kamera in der Hand, habe das so aufgenommen, war mir hinterher nicht mehr bewusst, weil ich einfach so baff war. Und ja, jetzt warst du oder ihr quasi direkt ein Teil davon, als wenn ihr mit dabei gewesen seid. So, nachdem dann auch die restlichen Ehrenpreise vergeben worden sind, gab es dann noch so ein Gruppenfoto von allen Ehrenpreisträgern zusammen mit denjenigen, die es halt auch überreicht haben. Ja, und dann ging es ans Verkosten. Alle Weine, die es gab, konnten dann verkostet werden, was wir natürlich dann auch gemacht haben, um einfach mal zu gucken, Mensch, was machen die anderen so für Weine, welcher schmeckt uns da vielleicht auch ganz gut oder eben auch nicht. So, das war erstmal die Weinprämierung. Am nächsten Tag ging es dann natürlich gleich zum Weinbauverband bzw. in die Druckerei, die diese Etiketten für diese goldprämierten Weine dann auch herstellt, ein paar Bögen geholt und die wurden dann gleich auf die Flaschen geklebt, damit wir das nach außen natürlich auch ein bisschen präsentieren. Der Ehrenpreis von Günter Emmerich, wie der aussieht, davon gibt es jetzt auch noch so ein paar Bilder, gepaart mit der Urkunde, gepaart mit den Aufkleben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat und du vielleicht auch mehr zum Thema Wein erfahren möchtest oder wie das bei uns so abläuft, dann lass uns doch einen Gefällt mir da und abonniere den Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! We're always on the edge, yeah. We fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? I recall the times you said you saw